Muss man wissen, ne? Von wegen. Also wir haben noch eine von den Premium-Speaker-Taschen übrig, weil es gibt ja Speaker, die verschlafen morgens, habe ich gehört. Haben wir irgendeinen Grund, warum, also für was wir die versteigern können? Irgendwas so, krebskranke Kinder oder so, irgendwas, das zieht immer, das bringt die Gebote hoch. Ach. Ja, für bedrohte Feministinnen. Nee, für bedrohte Feministen. Ihr wisst ja, dass er die Dusche noch bauen müsst. Ja, deswegen braucht man die Dusche. Deswegen fast gleich ein Unicorn. Ich hab's sofort. Der Beamer hält immer noch. Ich bin fasziniert. Ja, Dusche im Raumzeitlabor? Ja. Dann bleiben die Leute ja noch länger hier. Ihr habt doch gehört, dass es hier unbequem zu schlafen. Okay. Also gut, dann versteigern wir jetzt diese wunderschöne Premium-Speaker-Tasche. Ihr könnt damit angeben, dass ihr Speaker hier wart, obwohl ihr es nicht wart. Wir werden es auch keinem weitererzählen. Es wird auch keiner rausfinden, jemals. Ach, das ist nicht die von Quarks. Von wem ist die denn? Ach ja, der hat ja auch abgesagt. Sie, es. Ist eine Tarnidentität, aber ich verrat's nicht. Nee, Mutzi. Wenn du jetzt eine zweite Tasche holst, dann denken die Leute, es wäre nicht so exklusiv. Es gibt nur eine Tasche. Eine Speaker-Tasche ist noch übrig. Sagen wir mal, Startgebot 5 Euro. Ihr unterstützt einen wunderschönen Hackerspace darin, eine wunderschöne Dusche zu kriegen. Ja? Wie wäre es, wenn wir eine Tasche, dass wir alle eine Tasche unterschreiben und die hier hängen lassen? Dafür, dass es das erste internationale Volkon war, die beste bisher. Das war die beste. Also. Sehr gut, aber dann können wir jetzt immer noch zufälligerweise haben wir noch eine zweite Tasche in dieser Sekunde gewonnen. Die können wir ja dann versteigern. Also, ich höre Gebote für eine Dusche. Ist hier jemand im Sanitärfachhandel tätig? Oder eine Überraschung sind hier drin. Niemand weiß, was hier drin ist. Ich schon. Niemand. 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 Du weißt nicht, was hier genau drin ist. Ich kann es aber schon was anderes drin. Ja. Vielleicht ein Foto von Mutzi. Wer weiß. Also 5 Euro für diese wunderschöne Tasche von Mutzi gehalten. Persönlich, lieben Groß. 5 Euro in der ersten Reihe hier. Überraschungen. Bietet wer mehr? 5 Euro sind geboten. 4 Euro. 4 Euro sind geboten. 6 Euro hier. Für den Menschen mit der Kappe. 6 Euro. Allein die Stickerei ist viel mehr Geld wert. Ja. Also man möchte ja mal ganz kurz darauf hinweisen, wisst ihr, wie lange das dauert, diese Kacktasche zu besticken? Fragt Blabber. Von Blabbers Kinderhemden gemacht. Ja. 7 Euro, 5, 3, 8. 7 Euro da hinten, habe ich gehört. 7 Euro. 8. 8 Euro, der nette Mensch und weiß. 9. 9 Euro in erster Reihe. 13,37 Euro. Bietet jemand 13,42 Euro? Ja, 13,42 Euro. 13,42 Euro sind geboten. Dafür kriegt man auch nicht mal eine Armatur. Also da kriegt man, glaube ich, nicht mal einen Duschlauf für. Vielleicht Niederdruck. Vielleicht eine Niederdruckarmatur, ja. 13,42 Euro. Gebt eurem Herz einen Stoß. Die Kinder brauchen was zu essen. Gibt hat jetzt damit nichts zu tun, aber. Nicht so auf die Tränendrüse. Nee. Provozierend, hast du nicht zugehört. Wir brauchen das gesamte Geld der Welt. Es ist von beiden Seiten sogar sichtbar. Bloß weil ihr euch keine Taschen leisten könnt. Von beiden Seiten. Provozierend. Die Tasche ist streng limitiert. Wie groß ist denn, also welche, was für eine Laptopgröße passt denn rein? 17 Zoll. 17 Zoll, ja. Ich hab 17 gehört. Sie ist auch effektiv. Vielen Dank. Herz einen Stoß gegeben.
18 Zoll passt auch auf 19. 19 Euro passt auch 19 Euro. Von Euro war nicht die Rede, ich bezahle den Zoll. Das ist doch das Geheimnis. Das ist auch eine der letzten pinken Taschen, die da drin ist. Ne? Also, das ist doch die Das neue Back-in-Back-System. Ja, die Tasche ist auch Apple-kompatibel, falls ihr euch das fragt, wenn ihr Hipster seid. Also, sie ist auch sturzsicher. Auch mit dem neuen iPhone. Ja, kann man auch ein neues iPhone reintun. Ja, da die ist auch iPhone 5 kompatibel. Wir haben extra diesen Lightning-Stecker da auch drin. 32 habe ich gehört. 32 Euro. Da ja, kann man auch Mate reintun. Warte mal, M ist 1000 A. Wie viel Mate kann man da reintun? Das macht, glaube ich, Nico. Ja, Nico, 40 Euro, das ist dabei. Ich wollte sagen, da kommt sogar noch eine Mateflasche rein. 40 Euro und eine Mateflasche. Das sind 41,50 Euro, kann man abgeben. Hat noch jemand 50 Cent draufzulegen, dann sind wir bei einer psychologisch richtigen Rundenzahl. Ja. Spielt eine Zeichnung von einer Spinne. aber nur wenn sie 8 Beine hat. Ich packe sogar noch eine Mate dazu. Oh, noch eine. Noch eine. Und ich kann auch wirklich versprechen, dass diese Tasche eine wirklich exquisite Qualität hat. Also ich möchte es nicht mehr missen, werde diese Tasche nie wieder aus der Hand geben. Dann erschaust du doch eine 20. Nee, weil ich hab ja eine. Was hast du für eine Schuhgröße? Ich sogar Blüten verstellbar. Ja. Also, mehr als 41,50 werden wir wohl nicht. Also, sind wir 41,50 von Nico geboten, wenn ich mal richtig bin. Die letzte 41,50 hatte ich von dir gehört. Nee, aber bitte, shit. Jetzt hast du es wieder. Also, bietet jemand mehr als 41,50 €? Ich meine, dafür geht man schon. Was ist wieder drin, aber so. Ja, bei der Versteigerung muss man immer mehr bieten. Das bringt mich schon den Preis wiederholen. Ja, Jehova ist leider gerade auch nicht da zum Zahlen. Wer mehr bietet, kriegt noch eine Flasche Mate von dir. Mutzi legt sich hier ins Zeug. Ja, ich denke 41,50 sind okay. Also ich denke mal, wir machen das nachher mit der Bezahlung, Nico, oder willst du es abgebucht haben? Wer bei dem Kunden? Das können wir per Lastschrift lösen. Ja, dann kommen wir jetzt mal zum Closing-Event. Glücklicherweise habe ich hier noch Notizen von einer Speakerin gefunden, die, damit ich habe mich nämlich jetzt nicht aufs Closing vorbereitet, aber glücklicherweise sind hier tatsächlich noch die Originalnotizen für einen schon gehörten Vortrag, den kann ich jetzt nochmal halten. Es geht los mit Guten Morgen, willkommen im Trollland, befinden sich hier, ich hoffe ihr habt gut geschlafen, ich habe es nicht. Kalt Hackerspace, Bernd das Brot. Ponys, sexistisch, langweilig, dumm, Höhepunkt, geistige Armut, Lauer, liebe Jury, da habt ihr aber nicht nachgedacht, nicht lange nachgedacht, Julia Schramm, getrollt, durchgestrichen, Frauen sind auch wohl, sind euch wohl egal, ich fand's nicht gemütlich im Hackerspace, morgen Ejakulat, in Klammern Kaffeesahne, Penisse, Stream, hysterisch, Gefühle, Armut, Gesundheit, Frauensachen, Schnarchen, ich habe damit zu tun. Begrüßung, Rand. Kleiner Unterschied, Zeitfaktor. Wichtig beim Trollen. Folie, sexistische Kommentare. Feminismusgeschichte. Geschlechternormen sind stark. Gleichstellung heute, Sex, Sex, Sex. Beziehungen, ideologisierte Hemmnisse, wie fühlen Trollerei, in Klammern Leben. Hatre, Org, Asange. Trollfeminismus, warum Dogmen? Mehr Dogmen, alles Kackscheiße. Ich denke, mehr muss ich dazu auch nicht sagen. Ich glaube, ich spreche im Namen der gesamten Leute, die hier irgendwie sich nicht wichtig fühlen, wenn ich sage, dass es uns auch sehr viel Spaß gemacht hat, dass ihr alle da wart. Ich hoffe, ihr habt irgendwie so ein bisschen auch was gelernt darüber. Ich war persönlich sehr erstaunt über die Qualität der meisten Vorträge. und nicht erstaunt über die Beschreibung unseres Boden als staubig und kalt. Das war wirklich eine sehr schöne Veranstaltung, also für uns und für mich und für alle anderen, weil es waren wirklich ziemlich coole Sachen dabei, so von Vorträgen. Ich habe auch ziemlich neue Ideen mitgenommen, was man so alles an Troll machen kann. Von daher
Be prepared. Wir haben jetzt noch so ein paar Kleinigkeiten. Ich würde jetzt gerne noch das Ganze irgendwie so mit so einer offenen Feedback-Runde machen, weil wir haben uns überlegt, wenn wir anonyme Kommentare irgendwo zulassen, dann rantet ihr noch rum. Und wenn wir jetzt das hier so öffentlich machen, dann müsst ihr positive Sachen über uns erzählen und das ist uns lieber. Und wenn wir dann damit fertig sind, dann wünsche ich euch noch eine schöne Heimfahrt und dann dürft ihr auch endlich gehen, sobald ihr hier alles aufgeräumt habt. Nee, ich denke, also ich kann halt nur für mich sprechen, für mich war es schön und deswegen dachte ich, aber wenn ihr noch irgendwie was anmerken wollt, was wir dann auch irgendwie ins nächste Jahr mitnehmen wollen, ich hoffe, wir dürfen das nochmal machen in diesem Hackerspace, dann könnt ihr das jetzt irgendwie sagen oder für immer schweigen. Hat irgendjemand etwas beizutragen für die gelöste Stimmung? Ich fand's schön. Schön! Schön. Das ist ja kein Scheiße. Die zwei Stunden, die ich geschlafen habe, habe ich auch gut geschlafen auf dem Boden. Wollte ich nur sagen. Ja, also Staubsaugen haben wir schon mitgenommen. Also da hat uns schon eine anonyme Feministin hat uns da schon darauf hingewiesen, dass wir staubsaugen sollen. Wir kennen uns damit nicht aus mit dem Staubsaugen. Das mit dem Essen, ja, also das möchte ich auch mal. Also, ich meine, es gibt ja hier Leute, die haben sich wichtig gefühlt und es gibt Leute, die haben was gemacht. Und das war auf jeden Fall unsere Essenscrew. Ja, da kann ich auch noch ganz kurz erwähnen, wir haben erstens noch ein bisschen Kuchen übrig und es gibt auch noch ganz viele Brötchen. Nehmt euch was mit auf dem Heimweg, das ist jetzt auch irgendwie free for all einfach. Ich meine, bevor wir es wegschmeißen müssen. Nein, es gibt noch Brötchen, es gibt noch Kuchen, es gibt noch Eis. Es gibt Taschen, die kann man aber käuflich erwerben. Nee, und ich glaube, wir haben auch noch ein paar von den nicht gesponserten Gummitieren. Wir haben ja bei dieser Firma angefragt, ob sie uns sponsern will. Sie haben sich leider nicht auf die E-Mail gemeldet. Vielleicht haben sie es nicht ernst genommen. Warum nur? Ja, also nehmt euch da noch irgendwas mit. Ich habe noch eine Kleinigkeit, wenn ihr runtergeht, bevor ich es jetzt vergesse, Sekunde. Die blauen Stühle, auf denen manche von euch sitzen, blau ist das nicht, was nicht weiß ist. Und auch nicht grau und gelb. Die blauen Stühle müssen irgendwie runter vor die Tür gestellt werden. Also wenn ihr da irgendwie nachher Lust habt und noch eine Hand frei habt, nehmt sie bitte die Treppe mit runter. Das ist nur so nebenbei. Da hinten hatten wir noch eine Meldung für positives Feedback. Natürlich, für positives Feedback. Ich fange mit dem Negativen an. Mir war es bis jetzt nicht bewusst, dass das Roundtable-Board diese ganzen coolen Tools hat, also Phaser und 3D und sowas und so fort. Jetzt in Keynotes erwähnt, übrigens, wenn euch ein Vortrag nicht gefällt oder nicht hingeht, dann schaut im Wiki nach, dann könnt ihr irgendwie coole Bilder bearbeiten und dann noch euer Handy drauf phasern oder so. Dann hätte ich irgendwie mehr Zeit gehabt, nicht meine Küster durch meine Küster rauszumachen. Vielen Dank, dass wir das geholfen haben. Aber in den Keynotes hätte ich sagen können, ja, super toll, Mann, aber hier gibt es auch noch viele andere Tools. Ja, also dass das Raumzeitlabor cool ist, das fasse ich jetzt wirklich als negative Kritik auf, ja. Stört mich auch manchmal, weil deswegen muss ich hier sehr viel von meiner Freizeit verbringen. Deswegen, das kann ich verstehen. Das ist echt doof hier. Also das finde ich auch ziemlich doof, diese ganzen Tools. Ich wollte euch jetzt echt nicht so am Anfang damit langweilen, hier zu erzählen, wie hip wir sind und so und was wir für coole Sachen haben. Aber das Raumzeitlabor ist ja ein sehr offener Hackerspace, das kommunizieren wir auch immer. Ihr dürft jederzeit hier vorbeikommen, auch als Nicht-Mitglied und ihr dürft euch auch irgendwie euer iPhone zerstören lassen. Es ist halt, also wir hatten ja ziemlich viele coole Vorträge und das ist natürlich irgendwie doof, wenn dann immer zwischendrin die Hälfte der Leute nicht da ist, weil sie gerade irgendwie zugucken, wie über was 3D gedruckt wird oder ihr iPhone gelasert wird oder sonst irgendwas. Deswegen kommt einfach mal her, wenn gerade keine coole Veranstaltung ist, also keine Trollcon mit tollen Speakern, dann ist das, glaube ich, immer einfacher. Weil wenn so viele Leute da sind, ist das auch echt schwierig. Ansonsten sind wir auch gerne immer mit dem ganzen Scheiß auf Veranstaltungen, also extern, wenn wir zum Beispiel diesen Kongress am Ende des Jahres in Hamburg organisieren werden, da haben wir ja auch vor, das ganze Zeug dabei zu haben. Könnt ihr gerne wieder vorbeikommen. Ja? Ich finde auch, es gab zu wenig Ergüsse. Also in meinem Kaffee war es. Sollte es Lightning Trolls geben. Lightning Trolls? Ja, wie Lightning Talks, nur mit Tesla-Spule. Ja. Und Ergüssen. Ja, also wir sind ja dabei, dieses Konzept Trollcon jetzt international zu etablieren. Da können wir auf jeden Fall mal gucken. Also
da muss ich auch mal sagen, ich meine, diese Veranstaltung, wir haben dazu eingeladen und ich wüsste nicht, wenn jetzt irgendwie ein Dritter auf mich zutreten würde und sagen, ihr macht jetzt eine Trollcon, wie ich darauf reagieren würde. Von daher möchte ich da mal einen ganz großen Applaus und auch Dankeschön an unsere Speaker sagen, die uns sozusagen soweit vertraut haben und hier gekommen sind und sich seriös vorbereitet haben. Weil ich hätte mir, also es hätte ja auch sein können, dass sie das alles nur als Witz verstehen und dann gar nicht erst kommen, weil sie denken, die verarschen mich eh nur. Aber nee, die Speaker, die hier waren und auch die Speakerinnen zum Teil, waren ja super vorbereitet, haben tolle Vorträge gehalten mit halt richtig Inhalt, über den man nachdenken muss, den wir jetzt auch, also wir werden die Videos dann veröffentlichen für die Leute, die jetzt nicht hier waren. Und da möchte ich aber auf jeden Fall mal Danke sagen, dass die uns so weit vertraut haben, dass hier so cooler Inhalt war während der ersten Trollcon. Und die zweite Trollcon nächstes Jahr können wir dann, wird ja dadurch, dass wir jetzt einen Ruf da haben, sicherlich noch mehr Einreichungen haben, dass wir dann auch irgendwie ein differenziertes Programm mit 15 Tracks machen können. Frauenquote. Wir sind noch nicht bei den negativen Kommentaren. Ja, diese Firma Samsung sponsert uns hier. Sorry. Hat noch irgendjemand was, wo er sich öffentlich zum Klops machen will? Ja, nee, dann vielen, vielen Dank, dass ihr alle sozusagen da wart. Dass ihr, ich hoffe, ihr hattet alle auch so viel Spaß wie wir und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Jahr wieder. Wir werden mal gucken, dass wir dann mehr Leute reinkriegen. Wir haben extra nur 100 Leute sozusagen anmelden lassen sich, weil wir halt nicht wussten, dass wir A, diesen Raum haben und B, ihr wisst ja, dass das hier nicht so groß ist. Ja, da habt ihr es gemerkt. Wir sind auch ein bisschen fasziniert, dass irgendwie 30 Leute oder so sich angemeldet hatten, zum Teil auch Geld überwiesen haben, aber dann gar nicht kamen. Das hat uns auch gewundert. Aber besser, als wenn sie gekommen wären, hätten kein Geld bezahlt, klar. Das ist positives Trollen, richtig. Also, nee, also sonst hätten wir auch noch mehr Leute hier die Chance gegeben, an den Sachen teilzunehmen, weil es ist natürlich schöner, wenn man eine größere Audienz hat, also ein großes Auditorium. Aber so war es natürlich, nur die Besten der Besten der Besten, Sir, waren hier. Und wer nicht da war, kriegt ja dann die Videos irgendwie auf YouTube zu sehen. Ja. Wir können ja animierte GIFs aus den Vorträgen bauen. Ansonsten, mir bleibt eigentlich nicht mehr so viel zu sagen, außer, dass wir jetzt noch zusammen hier aufräumen. Wer bleiben will, darf natürlich bleiben. Wir werden irgendwie noch die Reste vom Rum vielleicht aufmachen und dann die Reste von dem Brötchen vernichten. Und ansonsten, esst beim Brötchen. Ansonsten, kommt gut nach Hause. Zum Teil ist ja eine weitere Strecke noch. Und ich hoffe, ihr kommt mal irgendwann wieder im Raumzeitlabor vorbei. Wir freuen uns immer über Besucher. Wir können auch nur eine Versteigerung der Originalnotizen machen. Wie hat nochmal die Tasche gebracht? 41,50, bezahlt Nico noch. Ja, hier. Pack sie in eine Tasche rein. Ja, aber eine rosane bitte. Nee, schön, das ist rosa. 5 Euro, 5 Euro. Ja, und dann immer, ja, dann kommt wieder keiner.